Die Zigarren zieht ja überhaupt nicht. Was kann man denn da machen? In meinem Fall könnte Anschneiden vielleicht helfen. Aber was ist, wenn man trotzdem den sprichwörtlichen Golfball durch den Gartenschlauch ziehen muss? In diesem Video zeige ich euch den Perfect Draw, das ultimative Tool, um jeden Zugwiderstand zu bezwingen. Bis gleich. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Zigarrenbalkon. Ja, was kann man denn jetzt eigentlich tun, wenn die Zigarre nicht zieht? Man kann sie natürlich dem Händler zurückbringen, der sie eigentlich diskussionslos umtauschen sollte. Aber das kostet natürlich Zeit und Nerven und man muss durch die Gegend rennen, entweder direkt selbst zum Händler oder zur Post, um sie zurückzuschicken. Man kann natürlich die Zigarre auch einfach entsorgen und sich eine neue Zigarre anzünden, aber das kann richtig ins Geld gehen. Vor allen Dingen, wenn wir hier in Kuba unterwegs sind. Am besten wäre es also, wenn man irgendwie den Zugwiderstand auf ein normales Maß bringen kann und damit die Zigarre retten kann. Und als erste Maßnahme kann man mal so ein bisschen die Zigarre massieren, gucken, ob man irgendwo eine harte Stelle findet und dann versuchen, sie herauszumassieren. Hilft meiner Erfahrung nach aber meistens nicht wirklich. Und man hat immer die Gefahr, dass man durch das Herumdrücken das Deckblatt zum Reißen bringt. Als nächstbessere Maßnahme kann man sich dann diese Rouladennadeln oder ähnliche Spießchen aus der Küche besorgen und damit dann versuchen, die Zigarre irgendwie aufzubohren. Der Nachteil ist dann dabei, dass man den Tabak nur zur Seite wegdrückt und nach dem Herausziehen der Nadel kehrt er dann wieder in die ursprüngliche Position zurück. Man gewinnt also damit nicht wirklich viel und der Effekt, den man erzielt, ist ziemlich gering. Und außerdem sind bei mir die Dinger zumindest immer etwas verbogen und dadurch läuft man halt Gefahr, dass man das Deckblatt von innen durchbohrt und damit macht man es dann effektiv nur noch schlimmer. Also, was soll man tun? Und diese Frage hat sich auch der amerikanische Zahnarzt Rod Curthy gestellt. Und aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Entwicklung von zahnärztlichen Skalpellen und Ähnlichem ist er auf die Idee des Perfect Draw gekommen. Man beachte, warum auch immer, hier ist kein Tee drin, also Perfect Draw, ohne Tee. Wobei das Perfect die Marke ist und das Produkt Draw heißt. Die Firma hat noch zwei andere Produkte im Portfolio, das Perfect Pack, eine Aufbewahrungsbox für Zigarren und den Perfect Repair, ein Kleber zum Reparieren von gerissenen Deckblättern. Aber zurück zum Draw. Die Verpackung ist eine ziemlich stabile Box, hier vorne mit einem Magnetverschluss, sehr praktisch und absolut wiederverwendbar. In der Box ist auch ein QR-Code zum Abscannen drin. Der führt direkt zum Video vom Hersteller mit den Instruktionen zur Verwendung des Perfect Draw. Ich finde das wesentlich besser und zeitgemäßer als so eine langweilige gedruckte Bedienungsanleitung. Ich verlinke euch das Video mal unten in der Beschreibung. Und dann haben wir hier den Perfect Draw selbst. Im Prinzip ist das ja ein Bohrer, eigentlich nicht die richtige Bezeichnung, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein, weil der Zweck ist nämlich nicht, ein Loch in die Zigarre zu bohren, sondern überschüssigen Tabak zu entfernen. Und dazu haben wir hier diese extrem scharfen Klingen und die kleinen Widerhäkchen aus nicht rostendem chirurgischen Stahl. Der Bohrer selbst ist komplett aus Metall gefertigt, sehr robust, qualitativ sehr hochwertig und er braucht wirklich nicht viel Platz, weil er so extrem klein und handlich ist und man kann ihn praktisch überall mit hinnehmen. Preislich liegt er so zwischen 30 und 40 Euro, je nachdem, wo man schaut. Aktuell am günstigsten ist er bei tabakkontor.de, da ist er für 29,95 € zu haben. Bei Cigar World ist er ein bisschen teurer, da kostet er 36,02 €. Und am teuersten ist er bei Amazon, da ist er für 39,95 € gelistet. Ich habe euch die Shops unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ich mal so 10 Euro pro geretteter Zigarre rechne, dann hat er sich im Prinzip schon nach 2 bis 3 Zigarren amortisiert. Ja, der Perfect Draw hat 2018 den Cigar Trophy als bestes Accessoire gewonnen. Der wird immer vom Cigar Journal verliehen nach Endkundenbefragungen. Und da müssen wir doch jetzt nochmal testen, ob er wirklich das halten kann, was hier versprochen wird. Also, wenn die Zigarre nach dem Anschneiden einen zu hohen Zugwiderstand hat, dann nimmt man den Perfect Draw und man bohrt langsam mit einer drehenden Bewegung in so lange hier in das Kopfende der Zigarre hinein und zwar nur so weit, dass die Klingen nicht mehr zu sehen sind
und dann zieht man ihn hinaus, völlig ohne Drehung. Und damit zieht man dann ein klein wenig Tabak aus der Zigarre hinaus und öffnet so die verschlossenen Rauchkanäle. Dann testet man, ob der Zug schon besser geworden ist. Und wenn nicht, dann wiederholt man die ganze Prozedur, indem man einfach noch ein bisschen tiefer in die Zigarre hineinbohrt und wieder kleine Tabakkrümel entfernt. Bitte daran denken, dass der Zugwiderstand nach dem Anzünden ein klein wenig höher ist als vorher, weil die Hitze eine Expansion des Tabaks bewirkt und der Rauch enthält auch Wasserdampf, der ein zusätzliches Anschwellen des Tabaks bewirkt. Das heißt, wenn der Zugwiderstand euch bei der kalten Zigarre ein klein wenig zu niedrig ist, dann sollte er nach dem Anzünden eigentlich perfekt sein. Wenn die Zigarre gar nicht aufgeht, kann man die Prozedur auch hier am Fußende von der Zigarre nochmal wiederholen. Und man kann den Perfect Draw auch noch nach dem Anzünden der Zigarre einsetzen. Also im Zweifelsfall bitte nicht direkt am Anfang gleich übertreiben. Also, was ist mein Fazit zum Perfect Draw? Ich meine, er wird seinem Namen völlig gerecht. Es ist ein exzellentes Werkzeug, um verstopfte Zigarren damit freizubekommen. Ich persönlich habe ihn jetzt seit 7 Monaten und er hat sich bei mir schon amortisiert. Und immer wenn ich plane, außer Haus Zigarre zu rauchen, dann habe ich ihn immer mit dabei. Also eine ganz klare Empfehlung von mir. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne liken und abonnieren. Da freue ich mich immer drüber. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.